Willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance, wo ich so ein bisschen darauf warte, dass hier Ruhe einkehrt im Gasthaus. Was wollten wir denn überhaupt heute machen? Quest. Werde den Vikar los, finde den Treffpunkt. Stiehl das Rezept, da sind wir gerade, plündernde Kuman. Und den Gefangenen verhören. Ja, das kriegen wir doch alles hin. So, dann gucken wir erstmal. Ob es ein bisschen später leichter wird. Und nach dem Intro versuchen wir einzubrechen. So, gucken wir mal, was passiert ist. So ein Mist, wo ist dieses Rezept? Mal ehrlich. Wo ist das verdammte Rezept?
Gute Frage, nächste Frage, ne? So, jetzt habe ich länger rumgesucht und dabei liegt es einfach nur hier im Regal. Wie einfach das manchmal ist, ne? Jetzt habe ich hier alles geklaut und gestohlen. Und dabei hätte ich nur ins Regal greifen brauchen. Mann, Mann, Mann. So, aber es ist halt eben, wie es ist. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, damit hätten wir die Aufgabe auch erledigt und jetzt können wir ganz entspannt uns um das Verhör kümmern, nachdem wir dem Müller das Rezept zurückgebracht haben. Finde ich eigentlich richtig gut und das sollte auch gut funktionieren jetzt. Na, du sollst aufstehen, nicht pennen, du Schlafmützer. Ups, hey. Okay, die rennt hier nur im Nachthemd rum. Komisches Mädchen. Immer werden die DLC-Punkte immer mehr hier. So, jetzt haben wir das Problem, dass ich wieder hier irgendwo hin muss, wo nichts ist, ne? Und ich wie immer die falsche Brücke genommen habe. Dass ich jemals lernen werde, dass es die zweite Brücke ist. So, auf zum Müller. Ich kann auch querfeld einreiten. Ja.
so einfällt, mal jetzt diese ganzen Stellen wieder zu finden, wo Banditenlager waren, dürfte fast unmöglich sein. Und jetzt könnte ich endlich diese ganzen Truhen öffnen. Ist das nicht bitter? Ja. Nur so eine Überlegung. Jetzt, wo man die Truhen öffnen kann, kennt man die Punkte nicht mehr. So, da haben wir den Bierliebhaber. Gott sei mit dir. Ich habe hier Dinge, die... Aha, mein... Alles Gute. Komm mal, ein Dolch reicht schon mal. Rüstungen. Na komm, dann können wir die ganzen verderblichen Waren auch abgeben. Bratene Ente, wenn das Entchen wüsste, ne, dass ich hier mit Entenfleisch handle. Das Problemchen, wenn man so einen Wirt ausgeraubt hat, dann hat man auf einmal Nahrungsmittel ohne Ende, ne? So, guck mal, das kann auch alles weg. Ringelblumen, Rüstungssets, meine Güte, ne, guck mal hier. So, die ganzen angefangenen Verbände alle weg. So, das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt haben wir einmal richtig aufgeräumt. Und ey, stopp, du kriegst doch noch dein Rezept. Hier ist das Bierrezept. Wunderbar, hier deine Belohnung. Hast du einen lohnenswerten Auftrag? Es lohnt sich eher für mich, aber du kannst gern mitmachen. Der Schuster in Sasau hat ein paar schöne Stiefel für die hohen Herren gefertigt und soll sie mit Sporen versehen. Die Sporen will ich haben. Würde der Schuster denn nicht Ärger bekommen, wenn die Sporen weg sind?
Und ist das unser Problem? Wohl kaum, oder? Bald gehören sie dir. Meine Güte, man könnte mich auch nennen, die diebische Elster. Lebe wohl. Aber die Müller sind echt die Diebe vor mir hier, Herrn hier. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas beim Verhör erreichen können. Fischreuse, okay. Würde mal sagen, hier hat man ein paar Pferde geschlachtet und verbrannt. Oh ey, es wird immer bitterer hier. Krieg. Definitiv Krieg. Besser muss ich hier irgendwo einfinden. Da hinten brennt auch noch ein. Gott sei mit dir. Feuerchen. Was ist hier geschehen? Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Zuerst überfallen uns diese Briganten und wir kommen gerade so davon. Und dann wütet die Pest. Die Pest, sagst du? Jawohl. Die Dinge im Dorf stehen gar nicht gut. Sogar das Vieh verendet. Ist ein grauenvoller Anblick. Wie ich hörte, bissen die Schurken hier auf Granit. Zum Glück hat der junge Stroh sie schon früh erspäht und das ganze Dorf geweckt. Konnten sogar einen schnappen. Der liegt nun gefesselt bei Melicha. Aber dann kam diese Seuche. Wer hat angegriffen? Was weiß ich. Irgendwelche Banditen. Seit Scarlets geplündert worden ist, treiben sie in der ganzen Provinz ihr Unwesen. Habt ihr euch verteidigt? Und wie? Als Melicha den jungen Stroh plärren hat hören, hat er jedem eine Mistgabel oder einen Flegel in die Hand gedrückt. Dann haben wir diesen Bastarden aufgelauert. Gut gemacht. Wie ging es aus? Wir haben denen das Fell gegerbt, bis sie getürmt sind. Aber vorher haben sie Stroh arg zugerichtet. Der hat den Morgen nicht mehr erlebt. Wer sind Melicha und Stroh? Ach ja, du bist ja nicht von hier. Melicha ist jetzt der, der sich hier um alles kümmert. Vorher war das Smils Aufgabe, vom Neuhofer Gestüt, aber die haben ihn abgemurkst, als der Hof überrannt wurde. Und der junge Stroh ist der Bursche von Andreas Stroh, einem hiesigen Holzfäller. Oder besser, er war es. Dafür haben die Banditen gesorgt. Sein Vater hat's nicht gut verkraftet. Wo finde ich Melicha? Wenn du am Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, sein Haus ist auf der linken Seite.
Ich würde gerne mit Stroh reden. Ich verstehe. Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, ist Strohs Haus das auf der rechten Seite. Erzähl mir mehr über die Seuche. Das klingt schrecklich. Es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann. Das ganze Gestüt ringt mit dem Tod. Die Schafe, Hühner. Zweifelsohne sind die Menschen als nächstes dran. Melichas Weib liegt krank danieder und es sieht nicht gut aus. Strohs Frau, sein Bruder, mehr und mehr. Tut mir leid, das zu hören. Ich suche nach Matthias, dem Stallburschen des Gestüts. Matthias? Die Briganten haben den armen Burschen erwischt. Er liegt verwundet im Gestüt. Danke, das wäre fürs Erste alles. Alles Gute. Okay, das hier ist jetzt recht übel, ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das hier die Pest ist. Oh, Matthias. Heinrich! Welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Ah, so in der Art. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Freut mich jedenfalls, dass du Arbeit hast. Viele unserer früheren Nachbarn müssen betteln gehen. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf. Mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen. Aber besser der Arm als der Hals. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Yep. Der alte Melichar gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune, aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst. Und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melichar hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Das kann ich dir sagen. Er wird ihn Herrn Ratzigs Gesandtem übergeben. Mir. Ich bezweifle, dass Melichar ihn freiwillig hier gibt. Die Leute hier lechzen nach Blut. Es gab Tote. Zuerst der Überfall und nun die Seuche. Weiß Gott, was sie vorhaben. Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kam abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch. Du hast mit ihnen geredet? Nein, nein, sie haben uns angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher, aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt, aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melichar. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel. Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Ein paar von ihnen gelang es trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. Wegen dieser Seuche. Seit wann wütet diese Seuche? Seit dem Tag nach dem Überfall. Als sich die Pferde in den Ställen niederlegten, wussten wir, dass etwas faul ist. Am Nachmittag waren sie alle tot.
Dann wurden die anderen Tiere krank, eins nach dem anderen. Und danach die Leute. Was sind die Anzeichen dieser Krankheit? Ich gehe kaum raus, aber die Leute klagen über Fieber und Schüttelfrost. Ein paar kotzen sich die Seele aus dem Leib und andere scheißen sie aus. Starb jemand daran? Erb, der alte Felber. Allerdings stand er schon mit einem Bein im Grab, weshalb niemand weiß, ob es wirklich die Seuche war. So oder so, die Viecher sterben wie die Fliegen. Und den Leuten wird es gleich ergehen. Wer ist krank? Gute Frage. Wegen meines Arms gehe ich so gut wie gar nicht aus dem Haus. Aber ich weiß, dass bei Melicha und Stroh jemand krank ist. Kann ich dich etwas über Merhuyet fragen? Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Was kannst du mir über den alten Stroh sagen? Er ist Holzfäller. Ein zäher Bursche und ein Hitzkopf. Er ist außer sich, seit sein Sohn tot ist. Zu trauern ist völlig normal. Kommt drauf an, wie. Die Leute fürchten, dass er den Verstand verliert oder sich zu Tode säuft. Noch dazu hat seine Frau die Seuche und er kümmert sich nicht um sie. Wo finde ich diesen Stroh? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Stroh wohnt in der rechten. Wie ist Melicha so? Die Leute hier sehen zu ihm auf. Smil hatte das Sagen, aber der starb in Neuhof. Ich weiß. Herr Hanusch hatte keine Zeit, einen neuen Vasallen zu ernennen. Und da die Leute einen Fürsprecher brauchen, wählten sie Melicha. Gott sei Dank war jemand fähig, das Zepter in die Hand zu nehmen. Ja. Wo wohnt dieser Melicha? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Melicha wohnt in der linken. So, da haben wir doch einiges Interessantes rausgefunden. Mal gucken, wie wir beim nächsten Mal hier taktisch weiter vorgehen. Das heißt, die beiden Hütten hier werden interessant werden. Was das Thema Verhöre angeht, werde ich aber dann erst beim nächsten Mal weitermachen. Also, schaltet wieder ein, wenn es heißt Kingdom Come Deliverance.